So, wir reden heute über Naruto Ball Z, Boruto meine ich. Leute, die den Film Turles geschaut haben, ne, wissen ganz genau, was ich meine mit Naruto Ball Z. Auf jeden Fall, ich möchte, bevor wir da richtig reingehen, kurz zelebrieren, dass wir 15 Chapter To Blue Vortex haben. Der bessere Part auf jeden Fall von Boruto. Boruto hat natürlich sehr viel Hate gekriegt. Beim ersten Run. Ihr wisst selber, ne? Der erste Run von Boruto war ein bisschen schwierig, dies, das. Vor allem der Anime war ja tonnenweise voller Filler. Wo man jetzt aber sagen muss, wenn To Blue Vortex animiert wird, wird er einen guten Hype kriegen. Man muss es zugeben, es wird einen guten Hype kriegen. Dementsprechend hat Boruto sich in Bezug auf Fanbase gerettet. Nicht in Bezug auf Story, aber in Bezug auf Fanbase gerettet. Deswegen, der Anime wird sehr interessant. Definitiv auch die ersten Folgen. An die Leute, die sich noch daran erinnern, wenn wir ganz kurz zusammenfassen uns Boruto To Blue Vortex anschauen. An die Leute, die sich noch erinnern, wisst ihr noch, wie episch eigentlich Borutos Einstieg war, als er gekommen ist nach dem Timeskip? Ne, er hat ja mit Sasuke trainiert und kam dementsprechend in das Dorf. So ähnlich wie bei Naruto, Naruto Shippuden, ne? Naruto hat mit Jiraiya trainiert, kam in das Dorf, um einfach sein Power-Level ein bisschen zu zeigen. Und ich sage euch ehrlich, der Eintritt war cool. An sich der Charakter Boruto ist fresh. Man kann natürlich sehr viel zerpflücken in dem Anime oder in dem Manga. Aber Boruto als Standalone, individueller Charakter ist sehr fresh. Will ich nicht lügen. Ich finde ihn extrem cool. Der gibt mir einen sehr reifen Vibe, also eine sehr reife Atmosphäre. Erschafft er durch seine Präsenz. Dementsprechend kann ich nichts gegen den Bruder sagen. Bei Kawaki weiß ich noch nicht. Ne? Wir gehen gleich auf Kawaki ein, dementsprechend werden wir da noch eine Meinung haben. Aber Kawaki mochte ich im ersten Part sehr. Ich fand den Struggle interessant, den Kawaki hatte. Ne? Auch die Backstory, dass er ne, von Jigen in Plastiktüten reingeworfen wurde. Ganz weird. Der war ja ein Vessel ne, für Jigen, sodass Jigen ne, in ihm inkarnieren kann. Naruto ist immer weird mit sowas, ne? Mit Kindern und so. Sein Orochimaru, ganz weird. Die treffen sich alle bei Epstein. Na naja, auf jeden Fall, der erste Part von Boruto war ein bisschen holprig. Der zweite Part von Boruto ist cool. Muss man einfach so sagen. Ist cool, man kann ihn lesen, definitiv. Was man anmerken muss, ist, dass Kashin Koji, der Klon von Jiraiya, die Story wieder ein bisschen spicier, interessanter gemacht hat. Ne? Durch die Tatsache, dass er verschiedene Zeitlinien sich anschauen kann. Ne? So, den Plot haben wir gerade auch aktuell im Bleach. Mit Yuha. Ne, Yuha kann ja auch verschiedene Zeitplots etc. pp. Sich anschauen. Finde ich eigentlich coole Fähigkeit. Ne, The Almighty. Macht natürlich einen Charakter sehr OP, aber in Kashin Kojis Fall ist das nicht wirklich OP. Also er kann einfach nur das sehen, mehr auch nicht. Yuha kann das manipulieren sogar, was krass ist. Dementsprechend haben wir da eine neue Dimension in Naruto bzw. im Boruto-Universum. Auch interessant ist das ganze Thema rund um Shibai, ne, der Planetenesser. Also, Dragon Ball, ich sag wie es ist. Shibai, der Planetenesser. Erinnert mich auch ein bisschen an Marvel. Marvel, Galactus. An die Marvel-Fans. Es gibt auch Galactus. Der ist auch der gesunde Planetenesser. Shibai, ganz früher Charakter. Mal gucken. Was mich immer schon in Boruto wundert: Wann kommt überhaupt der Talk über die Uzutsuki-Familie? Also, woher kommen die? Wie ist deren Planet? Wer war der Erste? Und so, weißt du, wäre mal cool, das mal herauszufinden. Aber ich denke, ich hoffe, dass es mal erklärt wird. Ne? Bis dato kämpfen wir jetzt gegen Bäume, die sich verselbstständigt haben. Judah und seine Jungs. Gut. Wenn wir in das Chapter reingehen, müssen wir zumal uns anschauen, dass ein Gaara unter Druck ist. Ne? Ein Gaara ist unter Druck, wie immer eigentlich. Ne? Leider ist Gaara nicht mehr so wie damals im Classic. Ne? Da war er selber der Druck, da war er selber die Gefahr. Heute wird er einfach rumgeworfen mit seinen komischen, ihr wisst schon, 1945 Hardstyle, dementsprechend ja, El Angara. Shinki wurde auch entführt, Shinki wurde zum Baum gemacht und aus Shinki ist dann Ryu entstanden. Ne? Zunächst dachte ich, Ryu wäre Naruto, ich weiß nicht warum, Naruto ist ja versiegelt, aber der sah irgendwie wie Naruto aus. Bin ich der Einzige, schreibt mir in die Kommentare, der wirkt irgendwie so wie so ein Naruto-Klon, I don't know. Was ich cool an Ryu finde ist, der hat kurz einen Protest gemacht, ne? Der kommt aus seiner Box da raus. Hat direkt Code rumgeworfen. Das ist auch ruhig, auch entspannt. Man merkt auf jeden Fall, dass der Ryu ein gefährlicher Baummensch ist. Ja. Wenn man das so nennen kann. Definitiv ein Charakter, wo man aufpassen muss. Er wird noch viel Druck machen, denke ich.
So, jetzt kommen wir zum interessantesten Part vom Chapter. Und zwar, wir haben einen Talk zwischen Boruto und Kawaki. Wie gesagt, ein Kawaki ist ein Charakter, wo ich definitiv mehr sehen möchte. Er ist der Sasuke quasi in dem Part, während Boruto der Naruto ist. Und dementsprechend möchte ich eine gute Dynamik sehen zwischen den beiden, wie man sie kennt. Und ein Kawaki ist natürlich immer noch auf Achse. Der ist ready. Der ist noch ein bisschen in seiner negativen Haltung in Bezug auf Boruto. Boruto chillt aber. Boruto ist auf dem Berg, denkt, ey, diese ganzen humanoiden Baumwesen, die kann ich nicht wegmachen. Ich brauche auf jeden Fall die Hilfe von meinem Bruder Kawaki. Die kommen ins Gespräch und dann Boruto sagt, ey, Amado, er hält dich zurück. Ja, er sorgt dafür, dass deine Fähigkeiten nicht weiter reifen können. Aktuell bist du zu schwach, Bro. Aktuell, ein Random könnte kommen und dich kaputt schlagen. Dementsprechend wäre es klüger, wenn du vielleicht meinen Vater aussuchen könntest. Aus der Versiegelung. Ja, dass er dich trainiert. Ich habe mit Sasuke trainiert, du mit Naruto. Das finde ich übrigens cool sogar, dass die beiden unterschiedlich trainiert wurden. Ne? Dass Boruto die Connection mit Sasuke hat und Kawaki die Connection mit Naruto. Nur bei Kawaki und Naruto ist natürlich ein bisschen leider die Fehde, die kaputt gegangen ist. Ich fand es auch damals cool in Part 1, als Naruto Kawaki aufgenommen hat und wie ein vernünftiger Mensch behandelt hat. Das war sehr schön, muss ich ehrlich zugeben. Und ich fand diese Thematik mit der Vase auch interessant, dass die Vase zerbrochen ist, aber nicht ganz halten konnte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, an die Leute, die sich schon an die ganzen Chapter erinnern können. Hoffen wir mal, dass Naruto wieder zurückkommt und mit Kawaki ein bisschen Sparring macht. Denn damit Kawaki wirklich ein Mann wird, dann haben wir natürlich ein starkes Duo aus Boruto und Kawaki gegen die verrückten Baumwesen, die den Planeten essen wollen oder was auch immer. Definitiv interessant in Bezug auf deren Dynamik. Und das Interessanteste, wo ich persönlich sagen muss, ich hoffe, die machen das gut, ist Kama und Momoshiki. In dem Talk zwischen beiden erfahren wir, Momoshiki hat sich lange nicht mehr gemeldet. Momoshiki ist wahrscheinlich abgelenkt, dies und das. Dementsprechend haben wir noch keine Infos über den Bruder. Der macht wahrscheinlich irgendwelche Business-Deals, wie selber Momoshiki Businessman. Dementsprechend müssen wir mehr über ihn herausfinden, beziehungsweise mehr über das Karma herausfinden. Boruto sagt selber, wenn wir in einem Kampf gegen diese Baumwesen-Menschen sterben oder was auch immer und ich Berserk gehe, mach mich weg, Bro. Köpfe mich einfach und fertig. Sehr interessant, dass Boruto da natürlich die Motivation hat zu sterben, die Motivation hat, bis in den Tod zu gehen. Und dass er sich fürchtet davor, dass Momoshiki seinen Körper wieder übernimmt. Und ich hoffe, das ist jetzt so eine Hoffnung von mir, ich hoffe, dass Momoshiki so ein inner Beast wird wie Sukuna. Hoffe ich sehr. Dass er sogar vielleicht Sukuna übertrifft, Sukuna aus Jutsu-Kaisen. Würde ich cool finden, weil ich sag ehrlich, von den Otsutsuki ist Momoshiki, glaube ich, der so am sympathischsten auf mich wirkt. Der wirkt aggressiv und man könnte viel mit dem machen, wenn man sich traut, das so zu machen. Ne? Wenn Boruto ein bisschen Berserk geht, das ist immer cool, wenn Charaktere Berserk gehen. Ja, und am Ende haben wir eben, die beiden machen Tag-Team, die beiden wissen, ey, wir müssen zusammenarbeiten, anders geht's gar nicht. Dementsprechend gehen die beiden jetzt zusammen in den Krieg gegen Judah, Ryu und die anderen Baumwesen-Menschen. Bin gespannt, was Boruto noch zu bieten hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, in welche Richtung die Story geht. Ich hoffe nur, dass wir gute Kämpfe sehen werden. Das ist meine Hoffnung. Dementsprechend, ja. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Boruto Chapter 15? Wie findet ihr den Weg von Boruto? Ich lasse es alles auf mich, sage ich mal, wirken und schaue, wo es hingeht. Ich denke, ein paar Leute von euch sind da ein bisschen mehr noch gespannt. Und ja, schreibt in die Kommentare, was eure Meinung ist zu Boruto. Pax Ultimus, habt ihr im Herzen und im Besser glaubst du auch an Gott. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir selber. Und wir sehen uns im nächsten Video.